Und damit willkommen zu SnowRunner. Wir starten mal mit einem neuen Spiel. Mal gucken, was uns erwartet. Als erstes benutzt du einen Wachturm, um dir einen Überblick zu verschaffen. Danach musst du den Truck finden, der in der Lage ist, für die Reparaturen benötigten Materialien zu transportieren. Sobald die Brücke repariert ist, kannst du deine erste Werkstatt aussuchen. Okay. Da sehe ich uns. Und als erstes sollst du immer die Umgebung auskundschaften. M drücken, um die Karte zu öffnen. Da ist der erste Wachturm. Und dann machen wir mal da ein Häkchen rein. Die aktuelle Mission wird immer hier angezeigt. Wir müssen den ersten Wachturm. Okay. Dann gucken wir nochmal, wo ihr die. Der erste Wachturm müsste eigentlich das hier sein. Oder ist das der Wachturm nur oben? Nee, das müsste ja der erste sein, theoretisch. Zumindest der in der Nähe ist. Wenn der in der Nähe ist, der hier. Aber mit Rechtsklick können wir ja das machen. Das ist mal nicht schlecht. Machen wir das doch mal sofort. Beim Fahren im Raumgeländer kannst du den Lastgang einwechseln. Dadurch wirst du zwar langsam, aber auch nicht so leicht stecken. Halte Shift und bewege Mausrad nach links. Ah, nach links da. Lasten, so. Wir sind jetzt schon festgefahren. Habe ich das Gefühl, habe ich jetzt schon verloren. Solltest du stecken bleiben, kannst du dich in die Winde herausziehen. Dazu musst du einen Gegenstand finden. Aktiviere das Menü mit V und dann deine Winde. Die Winde zu benutzen. Okay. Und mit B war Motor aus. Winde muss an einem stabilen Ort befestigt werden. Okay, das kennen wir ja schon mehr oder weniger. Also man muss diesen sogar rüberziehen, so richtig. Also man muss nicht einfach nur klicken wie letzten über Spot Winter, sondern einfach. Also, SV-Modus wieder ausmachen, damit F. Er hat den Motor aufgemacht. Herr Docke, wir kommen trotzdem nicht voran. Oh Gott, das wird. Wieder Shift drücken. Ich hätte das Gefühl bekommen, wir werden hier niemals rauskommen. Also müssen wir wieder V drücken, müssen wieder hier anklicken mit links.
Wieder V drücken, dann F. Ja. Mit R lösen. Und hoffen, dass wir irgendwie weiterkommen. Ist aber nicht der Fall gerade. Also das machen wir der V. Hoffen, dass wir den nächsten Punkt jetzt irgendwo haben. Den haben wir noch nicht wirklich. Im Umkreis ist nicht zu sehen. Schwierig. Aber wir kommen ohne Wände hier nicht weg. Wir müssen ja auf jeden Fall. Ah ne. Da ran. Bringt ja nichts. Jetzt bewegt sich gar nichts mehr. So, solche Letters würde ich auch lösen. Das wäre vielleicht eine Idee. Also Handbremse lösen. Weiter Trag überfügt Allradantrieb. Der Allradantrieb erleichtert das Fahren im Raumgelände, erhöht aber auch den Kraftstoffverbrauch. E-Drucken zum Aktivieren, okay. Ja, sagen Sie mir jetzt wieder was. Ich glaube, wir sollen da gerade ausfahren, glaube ich. Wir sollen nicht unser Weg fahren, sondern ich glaube, wir sollen da zu diesem Punkt. Dann machen wir das einfach mal. Stecken wir da so ein bisschen fest. Ah, ohne Allrad kommen wir ja nicht weiter, habe ich das Gefühl. Aber die Grafik ist natürlich schon genial, also. Ich glaube, da können wir nicht viel meckern. Das hat schon so seine Berechtigung alles. So, jetzt haben wir endlich Asphalt und dann Reifen. Aber der Teil gibt trotzdem kein Gas, also müssen wir umstellen hier. Ich denke mal, wir müssen hier geradeaus. Wo sind wir denn? Können wir die irgendwie entfernen wieder? Ja, wäre vielleicht ganz gut, wenn wir das könnten, aber können wir gerade anscheinend nicht. Ah doch, mit Mausrad muss man drauf bringen, okay. Ich will einfach geradeaus. Und es wird das erste Mal gespeichert. Das ist mal gut. Und weiterhin Maus bewegen, also Kamera bewegen, so weiterhin mit linken Maus halt gedruckt halten. Was Gelände deuten.
Bei deinen Fahrten wirst du auch unterschiedliche Gelände treffen, darunter Straßen, Landschlamm, tiefer Schlamm, Wasser, rutschige Felsen, Schnee und Eis. Nur die erfahrensten Fahrer mit ausgerüsteten Fahrzeugen können dieses Gelände meistern. Solltest du Zweifel haben, dann weiche der Gefahr lieber aus. Okay? Weitere Informationen findest du im ESC dein Menü. Okay. Ja gut, ist die Frage, kommen wir hier rüber. Jetzt müssen wir aufsteigen können und gucken können, aber gibt's ja leider nicht. Ja, das halt drei. Ja, an, fahren wir hier lang. Michel. Ne, sieht auch nicht flacher hier. Ja, fahren wir lieber hier lang, würde ich sagen. Fahren wir doch lieber geradeaus. Tank, an der Tank kannst du näher andere Fahrzeuge betanken, okay? Ja, dann machen wir das mal. F tanken. Okay. So, weiter geht die wilde Fahrt. Wo sind wir da? Jetzt müssen wir da gleich irgendwo abfahren. Und dann müssen wir da sein, theoretisch. Ja, dann gucken wir nochmal. Dann machen wir hier wieder alles an, was wir haben. Oh ja, das war nicht gut. Soll ich doch ein bisschen ruhiger fahren? Ja, okay, dann haben wir den Wachturm hier auch erkundet. Leider können wir da vielleicht auch noch nicht hochlaufen. Deshalb wieder schade, dass halt das Umlaufen immer noch nicht möglich wurde. Würde gerade so viele Bäume zersägen und so weiter, die stören, wäre halt echt cool gewesen. Aber gut. Sogar im Koop-Modus hätte man halt so den Truck auch befreien können von anderen. Indem man einfach die Kettensäge rausholt und ja. Aber gut. Gut gemacht. Du hast deinen ersten Wachturm entdeckt. Jeder entdeckte Wachturm enthält weitere Teile der Karte. Für die Reparatur von der Brücke benötigst du ein größeres Fahrzeug für den Materialtransport. Öffne die Karte, um einen Blick auf deine Umgebung zu werfen. Mission: Finde einen Truck, der in der Lage ist, die für die Reparatur der Brücke nötigen Materialien zu transportieren. Gut. Dann wissen wir, was wir in der nächsten Folge zu tun haben. Bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich über Abis, Feedback und so weiter. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.